So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hex, der Short Talk zur pferdegestützten Arbeit mit der lieben Sandra, die neben mir sitzt, und mit mir, Anna. Und ich gebe das Wort direkt an Sandra. Du hast eine Frage mitgebracht. Ja, also eigentlich ist es mehr eine große Neugierblase, ja, weil wir pferdegestützten Coaches haben ja, also jedenfalls geht es mir so, Unmengen an Zeug, was wir mit auf den Platz bringen können, um zum Einsatz zu bringen für Übungen, Parcours, Erfahrungen und so weiter. Und ich beobachte natürlich auch in den sozialen Kanälen andere Coaches und frage mich bei so manchen Equipment, was so auf Bildern so statisch zu sehen ist, wozu das denn gut ist. Und deswegen finde ich das einfach spannend, dass wir heute mal zusammenschmeißen, was jeder von uns so hat und vielleicht auch mal teilt, was er damit anstellt. Und ja, hoffentlich dann auch noch mal Input von außen noch zu bekommen für Sachen, die wir vielleicht noch gar nicht haben, aber die einfach total cool und sinnvoll im Coaching sind. Ja. Super. Jo. Genau. Ich versuche gerade mal so gedanklich zu sortieren, was habe ich eigentlich alles? Und die Basics sind tatsächlich einfach Sachen, die ich auch für meine tägliche sonstige Arbeit mit den Pferden habe. Das heißt, es sind Pylonen in verschiedenen Größen, das sind Stangen, das sind auch so Softstangen, also aus Schaumstoff, ne, die halt auch nicht verletzungsmäßig oder wo man einfach auch ein bisschen kreativer damit umgehen kann als mit festen Stangen. Und sind die unterschiedlich lang? Ich frage Ja, direkt mal dazwischen die sind irgendwie. unterschiedlich lang, genau. Von bis. 1 Meter ungefähr bis 3 Meter, Okay. würde ich sagen, so mal grob geschätzt. Dann haben wir eine Plane auf jeden Fall vor Ort. Wie groß ist die? Die Deine Plane? Plane, ich glaube, die hat 3 auf 4 Meter. Also tendenziell eher groß, ne? Ja. Finde Ja, ich auch okay. super hilfreich, weil kleiner machen kann ich die ja immer, ne? Ich kann die einfach in der Mitte falten, dann habe ich 3 auf 2 Meter oder wie auch immer, ne? Also diese Variante geht ja. Größer machen ist immer Ja, schwierig. das merke ich, denn ich habe zu einer kleinen Plane gegriffen und wünsche mir sie öfter mal groß, weil das, was mich am meisten nervt an der kleinen Plane, ist, dass die so machbar aussieht. Und für manche Klienten, da denkt man so, ja, die Plane ist schon irgendwie ein Ding, ja, aber halt so eine zweimal, also meine ist 2 mal 3 Meter und dadurch, dass die ja gemeinsam drüber laufen, dann liegt die quer. Das heißt, die ist nur 2 Meter tief dann. Und Ja. das ist überhaupt keine Hürde mehr dann irgendwie. Ja, deswegen denke ich auch so 3 mal 4 Meter ist eine Anschaffung, die ich wohl nochmal Ja. tätigen werde. Ja. Genau. Und dann habe ich ergänzend dazu noch Dinge, die ich tatsächlich eigentlich fast nur im Coaching einsetze. Das sind also Bälle in verschiedenen Größen, von so Jonglierballgröße über Fußballgröße bis hin zu Petsi-Bällen. Was machst du damit? Erzähl mal gleich, was du damit machst. Also sind die alle damit das Pferd damit was macht? Oder ist das, damit der Mensch was damit macht? Oder wofür Das sind die ist Bälle? total unterschiedlich. Also die Bälle werden sehr, sehr häufig von meinen Klienten für Aufstellungsarbeit verwendet. Also sprich, dass die, klar, also gerade die Jonglierbälle, das sind dann so viele bunte Bälle, die werden einfach als Symbol für irgendwas eingesetzt. Den Petsi-Ball habe ich zum Beispiel für manche konkreten Übungen, wo der quasi mitgenommen werden muss, also gerollt oder auch teilweise bei Teamübungen, dass der auf dem Pferd transportiert werden soll. Und Auf dem Pferd. der Fußball groß, das ist so ein Softball im Prinzip, der ist tatsächlich auch viel einfach als Spielzeug für den Menschen gedacht. Also sprich einfach auch, um mal die Aufmerksamkeit vom Pferd auf eine andere Tätigkeit umzulenken, weil ich doch immer wieder die Erfahrung mache, dass im pferdegestützten Coaching die Leute unheimlich an diesem Pferd kleben und dadurch passiert nichts, weil das Pferd sich denkt, ist mir Ja, alles zu viel. Anderes Thema, können wir sicherlich auch mal spannend drüber sprechen. Also was löst so ein Pferd eigentlich aus und wie kriege ich auch die Menschen dann wieder ins eigene Tun rein? Apropos Spielzeug, hast du noch anderes Spielzeug als Bälle, die dazu dienen, dass der Mensch sich auf sich Ja, fokussiert? ich habe Was noch ist ein das? Springseil. Also richtig zum Springen, die Ja, müssen dann springen. können Sie. Sie können damit machen, was Sie wollen, aber man Ach könnte so. damit springen. Okay, ja. Wir haben sogar ein Trampolin, also man könnte auch Trampolin hüpfen bei uns auf dem Platz.
Nutzen das die Leute? Ja, auch für Aufstellungsarbeit teilweise. Manchmal wird das Trampolin auch als Symbol für irgendwas verwendet. Ich dachte, als Perspektivwechsel, weißt du, so. Ja, auch das, das gibt es auch, dass Leute draufstehen oder auch springen, um einfach die Perspektive zu wechseln. Dann hab ich so einen Hula-Hoop-Reifen. Das finde ich spannend, weil das weiß ich überhaupt nicht, was Leute mit diesen Reifen machen. Weil die also bei mir gibt es tatsächlich Leute, die machen Hula-Hoop. Also auch wieder als Spiel. Ja, als Beschäftigung sozusagen. Mit sich selber. Oder man kann mit dem Reifen ja auch ganz viele andere Sachen mit sich selber machen. Ja. Also man kann den ja auch so schmeißen, dass er auf einen zurollt. Und da gibt es die wildesten Ideen, reingebe, sondern die dann der Klient im Prinzip hat. Mhm. Da geht es ganz viel einfach um Aktivierung der Spielenergie beim Menschen. So. Mhm. Aber ich kann den Reifen auch zum Beispiel, habe ich auch schon Klienten gehabt, die den Reifen, jetzt warte mal kurz, vielleicht kann ich es kurz zeigen, die den Reifen nehmen, um mit dem Pferd in Kontakt zu gehen. Ah, okay. Also sprich auch den Reifen teilweise dem Pferd über den Hals dann legen und den als Fürhilfe nehmen. Bei mir laufen die Pferde in fast allen Fällen nämlich frei. Ja. Also ohne Halfter und Strick. Und dann kann das durchaus sein, dass ein Klient sagt, oh, ich brauche aber irgendwas für dieses Pferd und dann den Reifen nimmt. Ah, okay. Mhm. Ich kann den Reifen aber auch zum Beispiel im Rahmen von Aufstellungen als Platzhalter für irgendwas nehmen. Oder okay. Ich kann den Reifen in die Hand nehmen, um das Pferd, um irgendwas in der Hand zu haben, um das Pferd von mir wegzutreiben. Dazu dienen dann zum Beispiel auch manchmal Poolnudeln. Poolnudeln habe ich auch als stimmt, Material. Als Treibehilfe hast du die, also quasi wie als Armverlängerung? Zum Beispiel, also wie? Auch, ne, das muss nicht sein. Das ist also ich gebe die Materialien eigentlich nie mit einer Idee, wie sie zu nutzen sind, rein, sondern ich gebe die Materialien, wenn ich sie zur freien Verfügung gebe und nicht jetzt als Aufstellungsmaterial, einfach rein, sei mal kreativ. Ah, okay. Wie könnte dir das helfen? Oder such dir mal was aus, was dir helfen könnte. Und dann greifen die Leute halt zur Poolnudel und machen damit was. Okay. Und dafür finde ich diese Vielfalt eben auch wichtig. Gar nicht unbedingt, weil jedes Ding immer sofort eine konkrete Funktion hat, sondern weil je mehr Vielfalt und Auswahl die Klienten haben, umso einfacher findet jeder irgendwas, wo er sozusagen dazu tendiert und sagen, da habe ich eine Idee dazu. Ja, ja. Was ich auch noch habe, sind so große Holzklötzchen. Also die sind so 25 auf 10 auf 5 Zentimeter. Ne? Also so ein bisschen wie Aufstellungsklötzchen, nur halt deutlich größer. Ja. So Kindergartenhocker, so grüne. Die sind ungefähr 25, 30 Zentimeter hoch und werden dann eben auch mal hier, die werden auch für Aufstellungen dann viel genutzt. So, das ist das Portfolio, was mir jetzt so spontan einfällt bei mir. Cool. Und nehmen die Hocker, also die Hocker, das würde ich jetzt gerne mal wissen, nutzen die Leute das auch, um sich tatsächlich abzusetzen zwischendurch, um Pause zu machen und so? Pause zu machen, nicht um, also auch, aber dafür sind die Hocker ein bisschen unbequem, weil die wirklich sehr klein sind. Was aber manchmal passiert, ist, dass jemand diesen Hocker zum Beispiel für eine bestimmte Situation aufstellt oder das ist jetzt mein Arbeitsplatz und sich dann da hinsetzt, um sich in dieses Gefühl nochmal besser rein zu begeben. Welche Perspektive habe ich denn, wenn ich auf diesem Arbeitsplatz sozusagen sitze und dann von dort aus nochmal die Situation anders wahrzunehmen? Ja, das muss mir direkt mit aufschreiben. Ne? Ich meine, die Leute gucken vielleicht schon, was macht die denn da die ganze Zeit? Ja, ich sammle die Idee. Also das ist ja wirklich alles, es steht hier live, das heißt, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe, dann musst du mir das nochmal angucken. Dann rufst du mich Hocker an und dann sage ich es dir nochmal. Ja, das lieb, Dankeschön. Also Hocker ist auch für Aufstellung und für halt mal einen Blickwinkel einnehmen. Genau, das ist super. Ja. Ganz viel sind die Sachen, Entschuldigung, bei mir wirklich dann auch als Platzhalter. Das heißt, wenn jemand eine Position identifiziert hat, dann sage ich ganz oft, such dir mal was, stell das mal dahin, damit wir nicht nachher wieder suchen müssen, wo war denn diese Position, sondern dass du ganz schnell dort wieder dich hinstellen kannst. Ja, super. Also richtig, richtig gut. Also besonders cool finde ich das Trampolin. Aus den diversesten Gründen finde ich Trampolin super. Also wäre ich jetzt so nie drauf gekommen. Genau. Also anstatt Hocker benutze ich diese kleinen Aufstiegshilfen,
Davon steht immer ein bis zwei bei uns mit rum, einfach weil man tatsächlich erstens sich hinsetzen kann, zweitens kann es als Stellvertreter stehen und ich kann die Perspektive wechseln, indem ich aufsteige und mal von oben auf Dinge drauf gucken kann, was ich sehr, sehr cool finde, weil die auch stabil sind. Also ja. Dann da kann man sich darauf verlassen, dass die einfach die Menschen aushalten. Genau. Stangen habe ich auch. Da habe ich auch gar nichts weiter zu ergänzen, außer dass ich da halt die leichten Stangen, also mehr als toll finde, dass es die jetzt gibt inzwischen. Weil wir haben immer auch noch ein paar Holzstangen und das ist immer ganz schön eine Ruffelei. Was ich noch zu den Pylonen beisteuern kann, ist, ich habe halt noch so eine ganz großen Pylonen, die haben den Vorteil, dass die kommen eigentlich aus dem Agility sozusagen und haben oben so ein Kreuz drin. Kann man es sehen? So als Falz. Und ich finde die super, weil diese Falze halten Metaplankarten schön fest. Das heißt, ich kann die ohne Klebeband und Zeug, sondern einfach die Karten, die beschriftet werden, kann ich da oben reinstellen und man kann sie sehen. Das fand ich super, super hilfreich, weil dieses Klebeband einfach, dann hängt es da und wer hat es dann in der Hand und ich will ja als Coach außerhalb des Systems bleiben und dann sind die ein bisschen selbstständiger in ihrem Arbeiten. Ja, darf ich da ganz kurz, wenn du sagst ja. Aus dem Agility, das heißt Hundesport oder? Ja, ich okay. Glaube, ja. Aus dem das Hunde, heißt, falls man sich jetzt mal sowas kaufen wollte, dann würde man gucken, ja. Wo gibt es Agility-Material. Ja. Genau, okay. Weil diese Kreuze sind eigentlich für die Aufsätze, wo man dann in die Höhe bauen kann. Dafür sind diese Schlitze sozusagen da, was okay. Die Kleinen eben nicht haben, die ja eher für Bewegungen und Markierungen und so weiter ja. Gedacht sind. Sehr apropos spannend, Markierung, ja. Ich habe auch noch so eine Teller, so eine Plasteteller, die kann man aus dem Fußballtraining. Das sind so, also die sind so rund und haben in der Mitte ein Loch. Und sind auch super leicht, weil die so aus so einem ganz weichen Kunststoff sind. Mhm. Und die ersetzen halt super easy Gassen, Slalom und okay. So weiter. Liegen ja. Halt fast nichts. Also die kannst du halt überall super mitnehmen, weil die genau übereinander gestapelt sind. Also es sieht wirklich aus wie so ein Tellerstapel, aber sind ganz, ganz leicht und gibt es in verschiedenen Farben. Ja. Und es auch für Aufstellungsarbeit, aber eben wenn man keine Pylonen hat oder die anderweitig in Betrieb sind, dann sind diese Teller halt einfach super toll. Mhm. So. Genau, das habe ich noch. Dann habe ich, also ich habe noch einen Würfel tatsächlich, etwas, was nicht so einfach rollt, sondern schwieriger in der Bewegung ist, auch aus diesem Schaumstoff. Ja, und wofür nutzt du den? Also einmal tatsächlich auch zum Spielen. Mhm. Zum anderen habe ich das einmal eingesetzt, da war es total cool als Hindernis, also als Ablenkung, weil derjenige sollte den Parcours laufen und gleichzeitig den Würfel vor sich herrollen. Der Vorteil ist, der rollt nicht weit, also der kann nicht so wegrollen wie ein Ball, ja. Aber er muss ihn trotzdem bewegen und diese Multitasking-Geschichte, wo liegt mein Fokus, auf was achte ich und ja. Diese besonderen Herausforderungen mit reinzunehmen, dafür war das war der Würfel mal super. Und dann habe ich auch Spielzeug und wiederhole jetzt nicht, was du gesagt hast, aber ich habe noch so eine, da sollte man aber sein Pferd vorher dran gewöhnen, diese Fangkörbe. Kennst du die noch ja. Aus der Kindheit, wo man so ja. Schnipst und der Ball fliegt und dann muss man so versuchen, wieder aufzufangen, ja. Genau, das setze ich genauso ein wie du. Wenn die Leute einfach aus dem Kopf raus sollen, wenn die Fokus bei sich finden sollen, wenn die einfach Spaß an der Sache, es darf leicht sein, ja, irgendwie, ja. Und Spaß machen, die ganze Entwicklungsarbeit. Das ist ja so mein Motto. Ich finde das ganz wichtig, dass die Leute einfach, auch wenn die Themen vielleicht schwer sind und die Herausforderung groß, aber dass der Weg irgendwie einfach freudvoll super ist, wichtig. Ja, in einer hohen Energie. Ja, und was ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber was ich bei den Spielsachen einfach wahnsinnig wichtig finde, ist, wir sind ja alle doch sehr im Verstand und in der Ratio unterwegs. Und wenn ich dann dort plötzlich durch Spielsachen an vielleicht ja auch an Kindheitserinnerungen anknüpfen kann, ja. Dann komme ich in eine ganz andere Energie. Das heißt, es geht mir tatsächlich ganz oft darum, wirklich diese Spielenergie zu aktivieren, die ja. Dann plötzlich Lösungen kreiert, die vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Ja. Also das ist tatsächlich so ein Faktor, weswegen ich mit diesen Spielsachen auch so gerne arbeite. Ja, ich glaube, also als Erwachsener ist das auch wirklich eine Pause, also eine echte Pause vom Alltag, mal wirklich etwas anders zu machen, ja. Als man es sonst gewohnt ist in der Erwachsenenbildung, in der Erwachsenenentwicklung. Also ich finde es auch mega, mega cool, bedarf aber auch, dass man sich selber das auch erlaubt, ne? Ja. So dieses Kindliche, dieses Spielerische, Leichte. Und dass gelacht werden darf, auch wenn ein Thema schwer ist. Ja, es ist
ist absolut, vielleicht ja, für manchen ja eine Herausforderung. Genau, Leichtigkeit, der Gegenspieler dazu ist Schwere. Und dafür, um das zu symbolisieren, habe ich tatsächlich von der Ostsee mal so einen richtigen großen, schweren Steine mitgebracht. Okay. Also 5 habe ich davon, einfach um die in einen Rucksack packen zu können, um denjenigen laufen zu lassen mit all seinem Gepäck, mit all dem, was er festhält und so weiter. Und gleichzeitig aber auch diese Steine auch mal wirklich spürbar in die Hand zu nehmen, das Gewicht davon zu fühlen und das auch, also mal wegzustoßen. Ja, wir haben ja immer Sandplätze, was super ist dafür, weil da nichts kaputt geht und so, dass die diese Last auch mal wirklich so richtig von sich schmettern können. So richtig so, ich will das nicht mehr. Ja. Und diese Energie da drin auch mal im Körper so spüren, auch wieder vom Kopf in den Körper kommen und diese Weg-Energie irgendwie auch mal das zu unterstützen und Loslassprozesse zum Beispiel noch mehr zu fördern. Genau. Und als letztes würde ich, nee, als vorletztes noch, würde ich gerne noch die Seile ins Spiel bringen. Mhm. Was für Seile hast du denn im Einsatz? Und vor allen Dingen welche, also Dicken, Längen, Farben, vielleicht sogar Material, was ist da so dein Portfolio? Also tatsächlich habe ich relativ wenig Seile im Einsatz. Also zum einen hat es eben was damit zu tun, weil meine Pferde frei, also in, ich sag mal, 80% der Fälle freilaufen. Und wenn sie geführt werden, werden sie mit dem normalen Führstrick geführt. Ich habe aber, die sind 5 Meter, ich habe mehrere so relativ dünne 5 Meter Seile, die ich auch kombinieren kann zu einem Ganzen sozusagen, wo es vor allem für mich um dann auch wieder so systemische Aufstellungsthemen geht, also auch Dinge zu markieren auf dem Boden, Bereiche zu markieren. Ja. Die lassen sich aber zum Beispiel schon auch ans Pferd, also ne, die könnte man jetzt auch als Halsring ums Pferd legen und ein Pferd damit führen. Also, das also haben würde, die einen Karabiner? Ja, genau. Ja. Ah, okay. Also wie so ein Seilchen von der Konsistenz her mit einem Karabiner und man kann die aneinander knoten oder wie. Genau. Genau. Ah. Das heißt, im Prinzip sind es dann insgesamt 15 Meter, sage ich mal, 3 Seile mal 5 Meter, die alle die gleiche Dicke haben, die sich kombinieren lassen, die ich aber eben auch einzeln für den Kontext dann mit dem Pferd nehmen kann. Cool. Und Halsring, hast du ja gesagt, dafür kannst du den Strick nehmen, kannst auch deine Reifen nehmen, also diesen Hula-Hoop. Ja. Genau. Ja. Ich habe auch einen Halsring tatsächlich für den Zweck. Gar keinen Hula-Hoop, aber einen Halsring. Frage noch zum Halfter. Normales Stallhalfter oder Knoti oder was benutzt du, wenn es denn geführte normales Szenarien gäbe? Normales Stallhalfter. Normales Stallhalfter, genau. Das bei uns auch so. Ja. Also, aber tatsächlich oft wirklich ausgezogen im Coaching, dass gar nicht der Versuch entsteht, ins Halfter reinzugreifen, wenn ich das Pferd bewegen soll, weil wenn das Pferd nichts anhat, dann kann ich nicht an irgendwas rumziehen. So. Ja, ganz genau. Okay. Das heißt, dann ziehe ich es nur an, wenn es jetzt die Übung quasi gerade als sinnvoll erscheinen lässt. Genau. Ja. Genau. Aber das mit diesen drei, also mit diesen drei gleichen Seilen, die sich so verbinden lassen, zu auch wirklich 15 Metern, das finde ich gerade total cool. Also da freue ich mich da mal, um mal rein zu recherchieren, was ich da vielleicht nehmen kann dafür. Ich persönlich habe auch nur einen ganz normalen Führstrick, die ja um die 2 Meter lang sind. Ich habe ein 4 Meter Seil für das Thema Führen in Verbindung, aber auf Distanz. Und theoretisch, aber da bin ich dann jetzt eher bei deiner Variante, hatte ich noch überlegt, ob ich so ein 7-Meter Arbeitsseil noch besorge. Aber ich glaube, ich finde das mit diesen 3-mal, also dieses Zusammenstückeln, dann eigentlich noch viel spannender, weil das einfach noch besser verwendbar ist für, was du sagst, ne? Timeline variabel, ne? Am Boden. Und brauche ich gerade 10 Meter oder 5 oder 15 oder brauche ich 3x5? Also es ist halt einfach eine andere Variabilität drin. Ja. Oder wenn man auch mit Teams oder mit Gruppen unterwegs ist, dass man genug Leute an so ein Seil auch dran bekommt zum Beispiel. Finde ich, also das finde ich cool mit diesem Variieren können. Also nicht ein so ein Riesending, sondern ich habe halt, das finde ich super. Das finde ich gut. Also das ist ein super Tipp, den ich auch direkt aufgeschrieben. Und als letzten Punkt habe ich noch, was hast du denn in deinem Coach-Koffer drin? Hast du einen Coach-Koffer überhaupt? Also ich habe so einen Coach-Koffer. Ja, ich habe so einen Moderations- oder Coaching-Koffer. Ja. Da sind vor allem jetzt, ich reduziere jetzt mal aufs pferdegestützte Coaching. Normalerweise habe ich da auch noch, also wobei, das habe ich auch manchmal dabei. Also Karten, Bilderkarten mit verschiedenen Fotos, klar, Moderationskarten und Stifte. Ich habe eine Metaplanwand am Stall, die ich halt auch, wenn es jetzt mal darum geht, Sachen aufzuschreiben, einfach nutzen kann.
Die ziehst du dann auch zum Platz mal hin oder irgendwie? Oder wie Das ist so eine kleine, so eine mobile, die ich dann einfach entweder auf den Boden legen kann oder irgendwo dran lehnen. Ja, genau. Also ja, hat so Flipchart-Größe. Ich habe so ein Tischflipchart. Ja. Habe ich davon, so ein kleineres Flipchart, was man auch so, ja super. Mhm. Genau, das sind eigentlich, sage ich mal, außer den Materialien, die ich jetzt schon genannt habe, für das Coaching, die hauptsächlichen, also Stifte und Moderationskarten, das eigentlich brauche ich fast immer. Ja, ich und auch. Das andere ist eigentlich dann, je nachdem mehr, also diese Fotokarten und so, die nutze ich eigentlich im Stall relativ wenig, aber sind halt dann dabei, ja, wenn man Bedarf gibt, ja. Also ich weiß nicht, ob du, wie du arbeitest, aber ich komme zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht um mein Klemmbrett drumherum. Viele, viele Blätter zum Mitschreiben und Aufschreiben von Dingen, die ich beobachte. Und als Tipp da ja auch nochmal, bei schlechtem Wetter spätestens halt mit Bleistift zu arbeiten, weil das nicht verschmieren kann. Also Kugelschreiber und so weiter schreibt auf nassem Papier ganz, ganz mies und verschwimmt und verschmiert auch. Also Filzstifte sowieso. Aber das habe ich auf jeden Fall auch immer mit dabei. Und was ich auch mir angeschafft habe zu Hause, ist ein Laminiergerät, weil für bestimmte Bodenanker, Sachen, die immer wieder passieren, das habe ich mir inzwischen einlaminiert und habe das auch tatsächlich immer in dem Koffer dabei. Ja, das ist auch praktisch auf jeden Fall. Genau. Und als Koffer benutze ich ja echt so einen Putzkoffer. Was benutzt du? Ja, super. Du? Ich hab tatsächlich im Moment noch meinen Standard-Moderationskoffer, das ist so ein Alu-Koffer, aber den muss ich halt immer mitschleppen und das Ziel ist tatsächlich auch im Stall einfach was Separates zu haben und da finde ich, bietet sich so ein Putzkoffer total an. Super, also die sind wirklich super, habe ich auch mal irgendwann in so einem Medienkanal da irgend so ein Foto gesehen, dachte, ey, das ist ja total cool, weil Stifteinsatz dabei und so, es ist quasi also eigentlich alles da. Also ich finde es auch cool. Ja Mensch, da haben wir doch richtig, richtig viel zusammen. Ja, ordentlich, ordentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt ja nur einen Bruchteil wahrscheinlich von dem benannt haben, was andere benutzen. Und von daher fände ich es auch total spannend, wenn ihr, die ihr das jetzt angeguckt habt, eure Lieblingstools, eure Lieblingsmethoden, beziehungsweise nicht Methoden, sondern Materialien einfach mal noch hier in den Chat reinschreibt, weil ich denke, wir können alle nur davon profitieren, wenn wir ein bisschen Vielfalt auch da in unserem Portfolio drin haben. Ja. An dieser Stelle wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren unserer Ideen und vor allem auch viel Spaß beim Ausprobieren der eigenen und beim vielleicht sogar Teilen der eigenen Ideen und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.